Ich glaube, er will gucken, wie richtig, oder? Was du glaubst, ist mir scheißegal. Sieh zu, dass du Land gewinnst, Theo. Ey, komm, Guscha, halt mal, hol mir Paula her. Mach da weiter. Nein, hol mir Paula her, bitte. Und mir ist es scheißegal, wie es dir geht. Hol mir Paula bitte her. Du holst mir jetzt Paula auf der Stelle her. Ich verpisse mich nicht, also komm. Theo, komm. Bleib mal ein bisschen ruhig jetzt. Theo, geh einfach, Mann. Komm, misch dich nicht ein. Jetzt hast du mir zu sagen, oder? Ja. Theo, verpisst dich. Was willst du hier? Meine Ex hat angerufen in Thailand. Ja, und hat Malte erzählt, dass Jannis wegen Drogen in der Klapse liegt und ich möchte wissen, wo er ist. Jetzt, was geht denn? Du hast es ja nicht für nötig empfunden. Du hast es nicht für nötig empfunden, deinen eigenen Vater. Bescheid zu sagen? Hey! Kommen Sie zu! Ach komm, halt die Gusche, ey! Hey! Gib mir die Adresse. Was willst du wirklich hier, ha? Bist du doch immer wieder der Überdaddy oder was? Warst du nie? Hast du dich einmal erkundigt, wie es Jannis geht, ha? Wahrscheinlich willst du einfach nur wieder beschissene Kohle haben. Spinnst du oder was? Komm mir doch nicht blöd. Und ich habe auch keinen Bock, mir die ganzen Kamellen von dir anzuhören. Wo ist Jannis? Gib mir die Adresse. Hör auf, dich einzumischen und dann bin ich auch verschwunden. Dann siehst du mich auch nie wieder. Ich werde dir ganz bestimmt nicht sagen, wo Jannis ist, ha? Er ist in der Klinik und er ist in guten Händen. Er hat einen Drogenabsturz, ja? Er ist überhaupt nicht mehr er selbst. Und das Wenigste, was er gebrauchen kann, ist jemanden wie dich. Ey, weißt du, du kennst mich ganz genau. Du weißt, ich liebe Jannis. Ich liebe meine Söhne. Weißt du, und außerdem sollte wenigstens ein Elternteil für ihn da sein, wenn meine beschissene Ex schon nicht für ihn da ist. Ach ja? Nadine ist nicht für ihn da? Ha? Sie ist die ganze Zeit für ihn da, verdammte Scheiße. Sie muss arbeiten und kommt am Wochenende wieder, ha? Also pack deine Sachen und flieg nach Thailand. Ich bin mehr Familie für Jannis, als du es jemals warst und sein wirst. Hast du es verstanden? Du warst mehr Familie? Deswegen geht es Malte auch so hervorragend bei mir in Thailand. Vielen Dank für die Nachfrage, Ich übrigens. Weiß, wie es Malte geht. Ich habe Kontakt zu ihm. Gib mir jetzt einfach die beschissene Adresse, wo er in welcher Klinik er ist. Und dann bin ich verschwunden. Ha? Jannis würde ich ganz bestimmt nicht sehen wollen, okay? Das entscheidet immer noch er und ich. Ha? Noch ein paar Sekunden länger mit meinem ach so geliebten Bruder und ich wäre einfach mal in die Gurgel gesprungen, ey. Wie will man? Und die ganzen Jahre waren seine Kinder sowieso scheißegal. Der ist und bleibt ein arrogantes Arschloch. Dass ich überhaupt mal mit ihm zusammen war, das ist ja Fremdschämen. Da leuchtet mir eiskalt den Rücken runter. Fremdschämen? Ich bin seine Schwester. Ja, schon genug. Ich bin ja auch so. Hey. Na, wie geht's dir? Ganz gut. Und dir? Ja, geht so. Ich habe Janis auf jeden Fall ein paar Sachen gepackt. Kannst du dir wohl vorbeibringen? Würde ich gerne, aber er darf heute überhaupt gar keinen Besuch bekommen. Warum? Das Krankenhaus hat angerufen, dass die Medikamente neu eingestellt worden sind und jeglicher Stress soll vermieden werden. Apropos Stress, Theo ist da. Theo, in Berlin. Mhm. Guten Tag, Sie sind Herr Harbich? Ja, Vater von Jannis. Dr. Draxler. Der behandelnde Arzt, was kann ich für Sie tun? Ja, erstmal möchte ich zu meinem Sohn, aber wie geht's ihm überhaupt? Jannis befindet sich noch in einem kritischen Zustand. Und er wird jetzt medikamentös eingestellt. Das braucht seine Zeit. Okay. Und was will denn der Penner hier? So, Jannis hat mir explizit gesagt, er will, dass er sich aus seinem Leben raushält. Ja, will Leon, diesen ich Penner nie wiedersehen. Ich weiß das doch. Ich habe ihm aber auch eine Ansage gemacht. Und die hat, glaube ich, auch gesessen und er weiß auch nicht, wo Jannis ist. Also, wenn wir ihn nicht provozieren, dann wird ihm bestimmt langweilig und dann ist er schneller weg, als wir gucken können. Dein Wort in Gottes Ohr. Aber er ist soweit stabil und ansprechbar. Das heißt, also, ich kann zu ihm mit ihm reden. Das kann ich leider nicht zulassen. Wie können Sie es zulassen? Tut mir leid. Besteht die Gefahr einer erneuten Krise und das wollen wir um jeden Preis vermeiden. Das will ich auch vermeiden, aber ich bin extra aus Thailand hergekommen. Ich habe alle Kliniken in Berlin wirklich abgelaufen und Sie wissen, wie viele Kliniken existieren. Und mal ganz ehrlich, wenn er jetzt ein bekanntes Gesicht sieht, dann wird ihm das sicherlich gut tun. Dann bringe ich Jannis also die Sachen morgen, ja? Weil heute darf definitiv keiner mehr. Nein. Ach Gott, Scheiße. Guck mal. Alles wird gut. Ja. Hm. Ciao, Leute. Ciao. Danke. Theo soll sich verpieseln, ey, ohne Scheiß. Also das, was ich für Sie tun kann, ist, Jannis Bescheid zu sagen, dass Sie hier gewesen sind. Ihr Ernst?
Ich kann ihm selber sagen, was ich ihm sagen möchte. Da brauche ich nicht irgendwie so einen Weißkittel für. Ich möchte jetzt bitte zu meinem Sohn. Das kann ich nicht zulassen. Ja, Sie stehen auch nicht auf der Liste der Person, die Jannis sehen möchte. Genau, Sie wissen ganz genau, wen er sehen möchte und wen nicht. Also bitte, liegt er hier hinter? Ich möchte... Also bitte, ich möchte, dass Sie jetzt die Klinik verlassen. Nee, machen Sie bitte auf, ich möchte jetzt zu meinem Sohn. Bitte verlassen Sie jetzt die Klinik, ansonsten werde ich den Sicherheitsdienst rufen. Wenn Sie Gott rufen, ist mir kacke egal. Was sind Sie für ein Arzt? Den Vater nicht zum Sohn lassen. Ich möchte jetzt bitte zu meinem Sohn... Verlassen Sie sofort die Klinik. Hey. Hey, Götter in Weiß, ey. Geldgierige Säcke. Ey, die wollen mich ernsthaft nicht zu meinem Sohn lassen? Was für ein Bullshit! Ey, wir werden ja sehen, ob Jannis mich sehen möchte oder nicht. Ich soll dich von Malte grüßen, weißt du, der passt in Thailand auf die Bar auf. So da, wo ich dich damals mit hinnehmen wollte, weißt du noch? Hey, verschwinde. Jannis, alles wird gut. Hey. Verschwinde. Hey. Verschwinde. Hey, Jannis, alles wird gut. Verschwinde! Was für ein Tag, Mucki, war. Aber wir haben jetzt Feierabend. Paula! Ey! Mach die Tür auf! Ich seh dich! Mach die Tür auf, Paula. Ey!
Theo, geh! Nein, ich geh! Mach die Tür auf, verdammt nochmal! Bitte, Theo, geh einfach! Mach die Tür auf! Paula! Sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen? Hör, verschwinde! Was sollen denn die Leute denken? Du machst mir meinen Laden kaputt, jetzt hör auf! Scheiß auf die Leute, scheiß Theo. Auf dich, scheiß auf mich! Es geht um Janne, verdammt nochmal! Kann doch nicht sein, ey! Schön, dass du den Weg wieder zum Alkohol gefunden hast. Es geht einen Scheißdreck an, ob ich Alkohol trinke oder nicht. Geh nicht einen Kackdreck an. Sag mal, seid ihr eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Was habt ihr mit Janis gemacht? Wieso lasst ihr zu, dass der Junge Drogen nimmt, verdammte Scheiße nochmal? Ihr hattet die Verantwortung. Sagt der Richtige, Mr. Super Daddy. Wo warst du denn, ha? Ihr habt mich doch vertrieben hier aus Berlin. Ha? Ihr wart verantwortlich für ihn. Ich hab ihn noch nie so gesehen. Das ist auf seinen eigenen Vater losgegangen. Völlig. Hey. Sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen? Warst du bei Janis? Ja, natürlich war ich bei Janis. Ich muss doch meinen Sohn sehen. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Weißt du, was du damit angerichtet hast, Mann? Weißt du das? Das ist mein Sohn. Dein Sohn? Du hast vielleicht noch schlimmeren Schaden angerichtet, als er eh schon ist, ha? Ist dir das klar? Du machst doch alles dadurch noch viel schlimmer. Der kriegt einen Abschuss, er kann hängen bleiben deswegen. Er darf keinen Stress haben. Was machst du? Ich wollte meinen Sohn sehen, verdammt nochmal. Dein Sohn geht ja, wenn es nur um dich geht, du kleines Arsch. Nein, es geht um Janis, verdammt nochmal, nicht um mich. Ich wollte nur für ihn da sein. Das nicht. Es tut mir leid. Geil, ne? Große Theo. Klein wie ein Würstchen, das gefällt dir, ne? Irgendwann für euch bin ich doch eh nur Dreck. Arschloch. Schlechteste Vater der Welt. Vielleicht bin ich das alles. Aber hier geht's um Janis. Ich hab Angst, dass es nie wieder wird, wie einmal war. Janis ist ein Kämpfer. Der schafft das schon. Das Wichtigste ist, dass wir müssen jetzt einfach nur zusammenhalten. Meinst du, dass du für mich irgendwie einen für heute Nacht einen Schlafplatz hast? Ich habe mein ganzes Geld fürs Ticket ausgegeben und mir kein Hotel besorgt. Theo. Hier ist eine Couch. Du kannst darauf schlafen, aber nur, wenn du morgen früh weg bist und Peggy und Rick das nicht mitbekommen, okay? Echt? Im Moment müssen wir einfach zusammenhalten. Theo ist mein Bruder und vor allen Dingen halt auch Janis Vater, der sich auch nur Sorgen macht.